Jo, alles klar, Leute, willkommen zu der nächsten Minecraft-Session. Jo, Soundcheck. Okay, alles klar, Leute, die Party kann losgehen. So, was haben wir hier? Hier produzieren wir Glas, hier produzieren wir Cleanstöne. Jo, aber ich will jetzt das Flash hier. Denn ich habe etwas Großes, Großes, Großes mit euch vor. In der Session. Ja, wir kratzen jetzt so viele Materialien zusammen, das glaubt ihr gar nicht und ihr könnt euch. Scheiße. Fuck, ich wollte da nicht runter. Und ich wollte sagen, ihr könnt euch auf eine Zeitraffer freuen oder auch nicht. Denn wir brauchen so viel verdammtes Material. Oh ja. Auf jeden Fall werde ich einen Zeitraffer in 4- oder 8-facher Geschwindigkeit, was weiß ich was. Aufmachen mit Musik müsst ihr euch nicht anschauen. Ich werde hinschreiben wahrscheinlich, wann das alles aus ist und wann es wieder losgeht. Vielleicht wird es auch die ganze Folge lang so dauern. Ich weiß nicht, wie schnell das gehen könnte. Denn ich habe zuvor noch nie was damit zu tun gehabt, nämlich genau mit dem da. Denn angeblich, wenn man das so macht, kriegt man Schneeblöcke. Ja, genau. Und die Schneeblöcke sind so wunderschön, als ich sie mir erhofft hatte. Nämlich hier total weiß und so, ne? Ja, perfekt für ein Luxushaus, wie es ich vorhabe. Jo. Ursprünglich wollte ich ja Wolle verwenden, ne? Aber ich weiß nicht, tausende Stücke von Wolle, das wäre wirklich zu viel gewesen. Sagen wir, achso, ja, genau. Haben wir sonst noch Essen mit? Genau da. Okay, ja, alles klar, dann machen wir das hier. Viel Spaß noch. Ohne Scheiß, für was bräuchten wir. Ah, ich glaube, ich weiß schon wieder, für was wir Cleanstone bräuchten. Nein, für sowas nicht. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Okay, Leute, wieder da. Wie ihr sehen könnt, habe ich rausgefunden, wie das geht. Nämlich Stone Slabs. Das wird nämlich unser Boden. Der dann ungefähr so aussehen wird. Genau. Also in unserer neuen Bude wird dann so der Boden aussehen. Und deswegen raus mit dem, raus mit dem. Sondern mach weiter Cleanstone. So, alles klar. Dann gehe ich mit euch jetzt noch in die Schneelandschaft und schaue mit euch, wie schnell das ungefähr zum Abbauen geht, bevor ich den Zeitraffer einbaue, damit ihr sehen könnt, wie viel Arbeit der Scheiß ist. Ja, das wird wahrscheinlich so viel Arbeit, da werde ich in 80 Jahren nicht fertig, denn das Haus wird big, das ist für Big Hitch, Alter. So, Schnee war doch da hinten, ne? Gut, dass wir das da neben einer Schneelandschaft gebaut haben. Das da ist, glaube ich, Meer und das da ist alles andere. Und hier ist Wald. Also, Wüste, Wald, Schnee und Meer. Das erinnert mich an ein ganz bestimmtes Spiel. Wer kann es erraten? Majora's Mask. Yay! So. Mit dem Schwert geht das so schnell, mit der Spitzhacke so. Mit der Schaufel? Okay. Anscheinend geht es nur mit der Schaufel, ne? Oh fuck. Da kann man ziemlich leicht daneben hauen, muss man sagen. Wie ihr hier sehen könnt. Nun ja. Oh, es wird sogar Nacht. Toll. Na gut, okay. Ich erspare euch das Hin- und Hergelaufe, denn ich nehme euch jetzt. Ich nehme jetzt sowieso gleich die Zeit drauf ein. Und dann werden wir dort hinten. Ja, hier ist ein Schneehügel und bald wird da keiner mehr sein, sage ich nur. Also viel Spaß mit dem Zeitraffer. Ich mache jetzt trotzdem noch einen kleinen Cut, damit ich nicht hin und her laufen muss. Und ja, Leute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal oder bis später oder was weiß ich was. Tschö. Hey Leute, ich bin's nochmal. Ich wollte euch nur sagen, dass Hitch zu doof ist, um nach Hause zu laufen, ohne zu sterben. Bitte. Ah ja, und jetzt, wo ich gerade meine Hand sehe, ich wollte euch sagen, ich habe einen neuen Skin, ne?
da mein alter Skin zerstört worden ist. Deswegen habe ich mir einfach schnell einen neuen geholt und ja, egal. So. Okay. Trotzdem wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Zeitraffer. Oder ich schreibe wahrscheinlich auch hin, wann es aus sein wird, dieser Zeitraffer. Oder ihr könnt auch selber nach vorne und zurückspulen. Ihr könnt mal sterben. Jo. Okay, gerade ungünstiger Zeitpunkt. Wir sehen uns gleich wieder. Alle hier gesehen? Ey. Okay. Ganz ruhig, Alter. Okay, Leute, ihr seht hier den Sonnenuntergang. Ich werde mich jetzt langsam wieder nach Hause schwingen. Warte. Falls das die richtige Richtung ist, hoffe ich mal. Ja. Natürlich werde ich das jetzt, ich werde jetzt die Session beenden, wollte ich sagen. Ich habe jetzt da, glaube ich, insgesamt so 3 oder 4 Stacks Schnee gefarmt. Damit kommen wir zwar nicht weit, aber nächstes Mal werden wir mal die 4 Stacks verbauen, um mal zu schauen, wie weit wir damit ungefähr kommen. Wie das Haus ungefähr mal ausschauen soll. Und ich weiß jetzt nicht mal, ob das ein Part war oder was weiß ich, in welcher Geschwindigkeit ist es. Ich das machen werde, aber auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Session, die ich vielleicht sogar heute noch rekorden werde. Und yo, tschö Leute!